Heute zeige ich euch einen 65.000 Liter Keuteich, eine kameraüberwachte Innenhälterung und einen voll eingehausten Filter. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Heute an diesem wirklich großen 65.000 Liter Koi-Teich. Und das Ganze ist wahrlich riesig, auch mit einer großen Oberfläche. Und man kann das Ganze aus verschiedenen Perspektiven genießen. Einmal, wie ihr gesehen habt, kann man von einer Treppe oben runterkommen. Und dann kann man hier auch auf einem Holzdeck stehen, was über dem Teich schwebt. Und da sollte wohl auch mal eine Glasscheibe rein, was man nicht fertiggestellt hat. Und dann gibt es diesen Teich auch außenrum in verschiedenen Höhen, weil das Grundstück hat auch ein wenig Gefälle und somit ergeben sich halt auch diese ganzen Perspektiven. Und das hat auch dazu geführt, dass man das außenrum mit diesen großen Feldsteinen abgemauert hat. Ein Futterautomat könnt ihr auch erkennen. Und hier müssen tatsächlich 40 Fische versorgt werden. Und die sind durchaus schon ein bisschen größer, 50 bis 70 Zentimeter, überhaupt kein Problem. Und die Belüftung im Teich hat man hier über eine sehr große, 3-4 Meter lange Belüfterstange realisiert. Der Skimmer, der zieht auch ordentlich und davon sind gleich zwei verbaut. Aber die Filteranlage und die ganzen Details möchte ich euch noch ein bisschen später erklären. Den Teichrand, den seht ihr hier. Der ganze Teich ist mit einer Folie ausgekleidet worden. Hier das Ganze noch ein bisschen gröber umgeschlagen. Aber es gibt auch einige Stellen, wo man dann so einen dünnen PE-Rand darunter montiert hat, sodass man eine ganz feine Linie erzeugt, was natürlich optisch sehr, sehr toll wirkt. Da das Ganze auch hier schon eine längere Story hinter sich hat, blende ich euch nochmal ein paar Bilder ein. Angefangen hat das Ganze mit einem Loch, das man hier einfach mal in den Garten reingegraben hat, mit ein bisschen Folie und dann ordentlich Kies bei die Fische. Ja, und auch diese dicken Schläuche, Drainageschläuche in den Kies hinein. Also eigentlich Kardinalfehler im Bereich Koi-Haltung, was man heute auf keinen Fall nochmal wiederholen würde. Dann schön befüllt und auch bepflanzt, aber recht schnell hat man dann zwei Bodenabläufe nochmal nachgerüstet und auch die Filteranlage entsprechend umgebaut und hatte dann auch eine ganze Zeit erstmal richtig, richtig Koi-Spaß. Aber das Ganze ist noch nicht von der Story am Ende angekommen. Doch dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die aktuelle Filteranlage an. Schöne 14, 15 Grad im Wasser. Na, das hat doch was. Und hier in diesem eigens errichteten Filterhaus steht die Filterung des ganzen Koi-Teiches. Und das ist doch eine ganze Menge und die ist auch extrem schlagkräftig. Im vorderen Bereich kommen, wie erwähnt, die zwei Bodenabläufe und zwei Skimmer herein und münden hier in diesen Vorfilter. Der Vorfilter ist ein Endlosbandfilter. Hier seht ihr die Spülpumpe. Und dann hat er auch tatsächlich gespült und man kann schön sehen, wie das Band hier abgerollt wird. Damit ist man auch recht zufrieden und schafft auch ordentlich Durchsatz. Und dann in zweiter Instanz geht es natürlich rüber in die Biologie. Und die ist hier mit IBC-Containern realisiert worden. Davon gleich vier Stück. Und diese vier Container sind auch richtig schön großflächig mit Helix-Filtermaterial gefüllt. Das ist hier statisch eingebracht, aber auch ein wenig belüftet. Ein wenig ist gut, da hat er hier ordentlich zugeschlagen. Ihr seht schon an den ganzen Schläuchen. Also Belüftung reichlich vorhanden. Ich finde es ein bisschen viel, ehrlich gesagt. 120er Pumpe, die macht halt schon ordentlich CO2-Austrieb. Und wenn ihr mal darüber blickt, da stehen noch zwei Membranpumpen. Also ein bisschen Überversorgung besteht doch. Und nach diesen ganzen Biologiebehältern geht es dann in diesen Edelstahlbehälter. Und da gibt es auch eine kleine Besonderheit. Man hat sich hier zumindest eine Möglichkeit geschaffen, diesen Teich auch mit einem Wärmetauscher temperaturmäßig zu unterstützen. Wird nicht ganz so intensiv aktuell genutzt. 65.000 Liter ist auch schon eine verdammt große Größe. Aber man kann es halt machen. Und dann hat man hier noch die Elektronik schön sauber beschriftet und die ganzen Steuergeräte daneben aufgehängt.
und hier arbeiten zwei Oase Titanium. Die sind hier unten verbaut und drücken das Wasser dann über zwei Rückläufe zurück in den Teich. Und wie das Ganze außen aussieht, zeige ich euch hier nochmal. Da kommen einige Leitungen wieder raus, auch einige wieder rein. Und wenn wir dann über den Teichrand mal rüberspringen mit der Kamera, dann sehen wir, dass dort auch der Skimmer verbaut ist und der ganz ordentlich zieht. Also filtertechnisch ist die Anlage hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber man ist trotzdem nicht ganz zufrieden. Und warum? Das werde ich euch gleich im Anschluss noch berichten. Ein weiteres tolles Thema, was hier auch vor Ort betrieben und gelebt wird, das ist diese Innenhalterung. Die ist sehr, sehr schön eingerichtet und aufgebaut. Man ist ja auch richtig Koi-Fanat, also hat einen richtigen Narren an den Koi gefressen und ist auch bereit, da ein bisschen Action zu betreiben. Auch ganz witzig, diese Konstruktion unter dem Futterautomat. Man hat hier also dieses Edelstahl-runde Gitter rumgewickelt wegen der feuchten Luft. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Feuchte Luft steigt auf und dann bleibt das Futter im Automat kleben. Und durch dieses Gitter hat man hier eine B- und Entlüftung geschaffen, sodass das Ganze nicht mehr so extrem stattfindet. Gefiltert wird hier über einen Beatfilter, auch sehr beliebt an Inhalterungsanlagen. Und über diesen Beatfilter geht es dann weiter in eine Biologie. Warum mag ich Beatfilter nicht so? Ja, die sind, die fressen viel Strom, viele, viele Rohrleitungen. Es finde ich immer so ein bisschen auch optisches Rohrchaos. Funktionieren zwar gut, aber mittlerweile gibt es definitiv auch andere und bessere Varianten. Hier dann geht es hoch, die Pumpe drückt das Wasser in diese Biotonne. Man hat hier nochmal eine Art Riesel-Biofilter installiert und von dort geht es dann zurück in den Teich, sodass man hier das Becken auch ordentlich umwälzen kann. Man möchte hier nämlich auch Fische groß machen, das heißt, die werden auch vernünftig gefüttert und natürlich wird es hier auch beheizt. Beheizt und man hat ja auch eine Frischwasserversorgung mit einem kleinen digitalen Wasserzähler und außerdem hat man noch eine Unterwasserüberwachung. Man hat hier eine Kamera, kann jederzeit in das Becken hineinschauen. Im Becken selber werden aktuell vorwiegend Gosanke gepflegt. Nicht nur, ihr seht auch, da ist noch ein Mukashi oder Akamatsuba und auch ein großer Ginrin-Shagoi. Aber ansonsten vorwiegend Showa und Kohaku. Aufgezogen werden die Fische tatsächlich mit das Koi-Futter. Und man denke, man sieht es hier auch, dass die Ergebnisse recht ordentlich sind. Die Fische stehen gut im Futter und gut in der Farbe. Und jetzt erzähle ich euch, was es hier in Zukunft noch geben wird. 40 Fische, 65.000 Liter. Und das Ganze kann im Winter nicht so einfach abgedeckt werden. Der Teich hat eine riesige Oberfläche, kühlt dementsprechend auch sehr stark aus. Man hat hier jedes Frühjahr ein bisschen damit zu kämpfen, dass die Fische wieder richtig in die Saison reinkommen. Man ist es so ein bisschen leid und hat sich deswegen tatsächlich dazu entschlossen, diesen Teich nochmal komplett umzubauen, zu verkleinern, aber auch zu optimieren von der Strömung und ich denke, vielleicht darf ich euch auch das nächstes Mal wieder zeigen. Bitte noch ein Like für das Video geben, falls es euch gefallen hat, den Kanal abonnieren, hier gibt es jede Menge neue Videos dieses Jahr und bei Fragen einfach drunter posten und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao Leute!